Mein Name wäre Ramona Gintner, bin im Moment stellvertretender Abteilungsleiter von der ganzen Frischabteilung hinten drin. Mein Name ist Daniela Walter, ich bin seit September sozusagen die Erstverkäuferin Käse, zusammen mit der Frau Gintner zusammen. Also früher war viel SB, aber was wir jetzt auch ins SB schneiden vom SEM her, war früher auch in der Bedienungstheke. Und wir haben uns spezialisiert auf die Spezialitäten, was wir früher nicht hatten. Also das normale Konzept, Leerdamer, Grünländer, das war bei uns in der Theke drin und das war's. Und jetzt haben wir halt wirklich mit italienischer Reibe, mit Parmesan, zwei, drei Sorten Parmesankäse von der Reifung her, vom Alter her. Das hätten wir früher nie machen können. Jetzt spricht das alles an. Manchego haben wir drei, vier verschiedene Sorten. Hätte man früher auch nie gehabt, kommt alles an. Und so haben wir unser Sortiment jetzt erweitert und unsere Spezialitäten, was wir früher nicht machten. In der Käseabteilung haben wir zurzeit 4 Vollzeit und 3 Teilzeit, wo sich nur mit der Abteilung Käse beschäftigen. Und alles Fachpersonal. Unsere Auswahl an Bergkäse ist schon groß, wird auch sehr gut angenommen. Wir haben aus verschiedenen Ländern, wie die Schweiz, Österreich, Vorarlberg, alles die Richtung. Unsere Kunden probieren gerne, sind auch sehr experimentfreudig und nehmen die Bergkäse speziell sehr gut an. Wir gewinnen, weil wir ein super Team haben, fachkompetente Mitarbeiter haben, eine riesengroße Auswahl an Spezialitäten, an Bergkäsen, auch mit unser SEM, wo wir sehr viel machen. Und ich sage einfach mal zu dem, was wir früher hatten, was noch die alte Theke und zur neuen Theke, hat sich schon einiges getan und da hoffen wir doch, dass das reicht.